Man kann nicht im Netz von morgens bis abends spielen und da wird man ja rammdösig, ja. Und auf jeden Fall so, wenn man dann mal ab und zu eine schöne Partie ein bisschen kommentiert, im Schachfeld zeigt, dann sehen das mal wenigstens noch ein paar andere Leute. Ich meine, die meisten, die wünschen lieber einen Finger abschneiden, dass da mal schreien, tolle Partie, aber naja, gesehen wird es trotzdem, ja. Hallo liebe Schachfreunde, heute ist der 6. Mai 2021 und ich heiße euch herzlich willkommen zur 58. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse, ich spiele gerne Schach und möchte zeigen, dass Schach auch unterhaltsam sein kann. Dazu betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Ja, über meinen heutigen Interviewgast, da freue ich mich wirklich sehr. Denn ja, mir ist es immer ein Anliegen gewesen, alle Facetten des Schachs vorzustellen, also auch Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Rollen im Schachbereich oder im Schachfeld, kann man sagen. Denn heute darf ich einen Mann begrüßen, der, und das behaupte ich jetzt einfach mal, die wichtigste Figur auf Deutschlands wichtigster Diskussionsplattform zum Schach ist, nämlich das Schachfeld, schachfeld.de. Ja, darüber hinaus ist er auch noch ein starker Schachspieler, Fernschachspieler, Zeitschriftenautor, Studienkomponist und. Deswegen, ja, ein freundliches Hallo und herzlich willkommen, Markus Müller. Markus, viele Grüße in die Pfalz. Wie geht's dir? Hallo, gut. Schönen guten Abend. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier was beitragen kann und ein bisschen erzählen kann. Also ich freue mich. Ja, ich mich auch. Und dann legen wir gleich los, würde ich sagen. Ich habe dich natürlich vor allem in deiner Rolle als sogenannter Supermoderator bei Schachfeld.de eingeladen. So heißt da deine Funktion. Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, du hast noch ganz viele weitere schachliche Facetten zu bieten. Und deswegen würde ich gerne mit dir erstmal darüber sprechen. Erzähl doch vielleicht mal ganz am Anfang, wo du genau herkommst und ja, in welchem Verein du momentan zu Hause bist, schachlich gesehen. Okay, gut, also alles hat angefangen 1988, da war ich so kurz vorm 16. Geburtstag, also 15 Jahre alt. Und Schachclub Hütchenhausen hat mich ein Bekannter mitgeschleppt. Schach hat mich schon immer interessiert. Ich war früher auch schon beim Ferienprogramm und am Amiga habe ich, also meinem ersten Heimcomputer habe ich immer ein bisschen gespielt und so Affinität war da schon gegeben, aber naja, nicht so vereinsmäßig, also nicht so professionell, wie man das, wie ich das später dann betrieben habe. Also, das ging also 88 los und der Verein, wie gesagt, war Hütchenhausen, kleiner Verein. Und da habe ich noch ein bisschen Jugendschach mitgemacht. Ich glaube, 4 oder 5 Saison habe ich gespielt. Und dann habe ich eine höhere Liga gespielt, bis Oberliga, war dann auch Mannschaftsführer in Kaiserslautern. Dritte Liga, also Oberliga. Wir haben beinahe sogar mal in die zweite Liga aufgestiegen. Und irgendwann nach circa 20 Jahren bin ich wieder zu dem Verein zurückgekehrt, in die Liga 6 oder damals auch Liga 8. Dann sind wir zweimal aufgestiegen, Liga 7 und 6. Und dann haben wir uns 10 Jahre dort behalten. Du hast auch einen Vereinskameraden, der vermutlich in der Schachszene noch ein bisschen bekannter ist als du, nämlich den sogenannten Schachtherapeuten. Kannst du über den noch was erzählen, was er schachlich macht und wie ihr auch zueinander steht? Der Manfred, Schachtherapeut, wir haben uns das erste Mal live kennengelernt. Ich glaube, das war 2005 bei einer Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Also ich kannte den Namen kannte ich schon aus der Rochade. Da waren manchmal als Beiträge drin von ihm. Wobei da, naja, in der Rochade gab es ja einiges an skurrile Gestalte, ja. Und da war ich schon nicht so sicher, was für einer das ist, ja. Und aber wir haben dann, wir waren dann gut befreundet. Da sind auch gut befreundet. Waren etliche Turniere in Budapest oder so, ja. Und Bad Homburg haben wir auch mal gespielt bei dem Open im Schlosspark und oft Zimmernachbarn und letztendlich bin ich durch den auch aufs Schachfeld gekommen. Da kommen wir gleich zu und ich habe auf Facebook natürlich ein bisschen auf deinem Profil gestöbert und habe dann gesehen, dass du ihm auch zum Geburtstag eine Schachstudie komponiert hast. Ja, erstens mal die Frage, wie komponiert man überhaupt eine Schachstudie? Und die zweite Frage ist ja, wie kam das bei Manfred an? Zu der zweiten Frage, das Feedback, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall wurde die Studie, also ich habe da irgendwie eine Idee gehabt. Also die Idee eingestammt aus der
aus dem Endspiel aus FCE, also Fundamental Chess Endings oder Chess Endgames von Carsten Müller, also dieser eine Endspielwälzer und so mit ungleichfarbigen Läufern. Ich habe da versucht, so ein paar Figuren drumherum zu bauen und hat mir irgendwas noch nicht so richtig dran gefallen. Und irgendwie just an seinem Geburtstag oder so habe ich dann irgendwie auch was gefunden, was nochmal richtig die Sache aufwertet, also richtig gepimpt, ja, und das wurde eine schöne Studie und die hat der Franz Pachel, das ist ein bekannter, auch ein Problemschachkomponist und auch ein Schiedsrichter oder auch ein Richter, also der da auch irgendwie bei so Sachen bewertet und auch der die Problemschachspalte in Schachzeitschriften betreut, der hat die sogar veröffentlicht, ja, also war meine erste veröffentlichte Studie, aber so wahnsinnig viel habe ich in der Richtung nicht gemacht, weil das frisst unheimlich viel Zeit. Also wenn man da anfängt, Figuren umzusetzen und dann merkt man, wenn man eine Idee dazu bastelt, macht man zwei andere kaputt. Und also das frisst wahnsinnig viel Zeit. Ruckzuck ist da irgendwie, sind da ein paar Stunden rum. Und naja, also so wahnsinnig viel habe ich nicht von denen gemacht. Aber das war eine, die war gut und ja, die war dann gerade beim Manfred am 15.12. war die auch fertig und habe ich die dem auch gewidmet, ja. Ja, sehr schön. Also ich warte noch drauf, falls mir einer da draußen irgendwie mal eine Schachstudie schenken möchte. Am 18.06. habe ich Geburtstag. Das Problem bei so Studien ist halt auch immer, wenn man eine Idee hat aus einer anderen Studie oder sonst woher, man kommt ja immer schnell in den Bereich von Plagiaten, ja. Also das heißt, man will das eigentlich nicht, aber dann kommt man der Idee manchmal zu nah. Also das wird dann wenig. Und wenn es die Idee schon gab, dann muss man schon intelligent was dazu bauen, dass das kein Plagiat ist. Also da gibt es halt sehr, sehr strenge Regelungen, ja. Gerade eben hast du Budapest erwähnt, wo du mit Manfred Herbold warst. Das heißt, du bist so ein Schachreisender auch ein Stück weit. Was waren denn so deine schönsten Turniere bisher oder deine schönsten Turnierreisen? Also ich sag mal, in Deutschland gibt's relativ viel, also mit Manfred, Herbold, wir waren auch schon in Bad Wiessee. Da war ich als, bevor ich Schach spiele, schon als kleiner Bub war ich mit meinen Großeltern. Also ich hatte da ganz gute Erinnerungen dran von, noch als Sechsjähriger oder Neunjähriger, war ich mit den Großeltern schon dort. Also ich kannte das noch so ungefähr so vom See, ja. Und dann war ich dann später bei den Seminaren beim Jusupov. War ich dort, also, und dann später halt bei der offenen internationalen Bayerischen Meisterschaft waren wir ein paar Mal. Und ansonsten Budapest war mal, Wien war ich allein. Mit Manfred war ich 2013 war ich mal in Liechtenstein. Also, ich würde sagen, so das nähere europäische Ausland, oder beziehungsweise was heißt näheres, also Frankreich war ich zum Beispiel noch nie. Das beschränkt so auf Österreich, Ungarn, Liechtenstein. Sagen wir so, das Süde und halt ganz Deutschland. Also wirklich ganz weit war ich noch nicht. Das ist eher der Manfred, der da irgendwie Isle of Man Open oder Gibraltar oder so. Das ist der Manfred, ja. Ja, aber du giltst auf jeden Fall auch als Vielspieler. Ich habe dich im Vorfeld nach deiner DWZ gefragt. Das ist 2156, also eine stattliche Zahl. Und da hast du mir eine Zahl dahinter genannt, nämlich die Zahl der, das musst du jetzt mal erklären, der DWZ ausgewerteten Turniere oder wie? Also die ist ja bei dir relativ hoch. Was ist das für eine Zahl? Die letzte Runde, die dann Corona-bedingt abgebrochen wurde, das war die 226. Auswertung. Und wenn man sich vorstellt, so ein Open mit 7 Runde oder ein Schachkongress mit 9 Runde oder, sag mal, Budapest IM-Turnier mit 11 Runde, das ist eins. Also das ist ein Turnier von den 226, ja. Also das heißt, oh, wow. Gut, das sind natürlich auch, manche Turniere sind auch Bezirksmeisterschaft mit 5 Runde, aber im Prinzip, wenn man den Mittelwert bildet, weißt du, von, sagen wir mal, ich sag jetzt mal 7, dann sind das 1000 bis 1500 gewertete Partien, ja. Also es gibt viele Spieler, die ich kenne, die spielen jedes Jahr eine Runde und wenn die dann 40 Jahre im Verein sind, haben die, wäre der Index dann 40, ja. Also 40 mal die Liga-Runde oder so, ja. Also wie gesagt, bei mir ist 226. Das ist ja schon nicht ganz wenig. Ja, also viel Zeit, die da drauf geht, allein schon fürs Spielen oder was heißt drauf geht, man macht's ja auch gern. Was sind denn deine größten Erfolge? Du bist ja mal fast zu den deutschen Meisterschaften irgendwie gekommen, durch so einen Pokal, habe ich gelesen. Kannst du das mal beschreiben? Also ich bin
in der Provinz, sage ich mal, also auf Bezirksebene bin ich ein sehr fleißiger Spieler. Also viele gute Spieler machen das gar nicht, dass denen die Ochse-Tour da irgendwie am Bezirk rumtingeln und so, Bezirksmeisterschaft. Das meine ich, ich mache das eigentlich immer ganz gern, sieht man auch alte Freunde wieder und also habe ich habe jede Menge kleine Turniere gewonnen, also unzählige Bezirksmeisterschaften oder den Dänenpokal auf Bezirksebene und Pfalz, war ich ein paar Mal beim Dänenpokal im Finale. Beim dritten Mal hat es dann geklappt mit dem Pfälzischen Pokalsieger. Und in dem Jahr, das war 2017, also ich war dreimal hintereinander im Finale. 2015, 2016, 2017. Dann 2017 endlich geklappt dann, ja, Pfälzischer Pokalsieger. Und dann war ein paar Monate später, im Sommer, im Juli, war Rheinland-Pfälzischer Pokal. Das sind dann nur vier Leute. Das ist aus Rheinland, Rheinhesse, Pfalz und der Vorjahresfinalist. Der Vorjahressieger, das sind also die vier Leute, spielen dann Halbfinale und Finale. Und da hatte ich dann morgens in 24 Züge gewonnen im Halbfinale und mittags in 25 Züge. Und da war ich in dem Jahr, wo ich dann Pfälzischer Pokalsieger wurde, war ich auch Rheinland-Pfälzischer Pokalsieger. Und bin dann ein Jahr später in Leipzig, da habe ich in die erste Runde, habe ich relativ. Mein Ziel war ja irgendwie wenigstens eine Runde weiterzukommen von den 32 auf Deutschland-Ebene, ja. Und da habe ich den Dirk Paulsen bekommen, das ist ein relativ starker FM, der war schon deutscher Pokalsieger 2014. Und das ist doch der Wettopa, ist das doch, oder? Genau, ja, kennst du den? Ich hatte E-Mail-Verkehr mit ihm und habe natürlich in der Bild-Zeitung gesehen, wie er als Wettopa bezeichnet wurde. Also ja, war der ja auch drin, ja, ich kenne die Story. Okay, auf jeden Fall, das FM, also eigentlich ein eher IM-Stärke, würde ich sagen. Auf jeden Fall, das Glück war mir hold und ich habe die erste Runde gewonnen und habe den Pokalsieger von 2014 rausgeworfen. Und dann kamen zwei prekäre Remis, wo ich dann im Blitze noch viel prekärer weitergekommen bin, ja. Und dann war ich auf irgendwann im Halbfinale. Und also vom deutschen Pokal, ja. Im Halbfinale dann Remis gegen IM. Und ja, im Blitze bin ich dann rausgeflogen. Da war das Glück war dann irgendwie aufgebraucht. Also das war dann überstrapaziert. Also sagen wir, das ist der größte Erfolg war vielleicht also auf Deutschland-Ebene im Dänepokal. Also wirklich die Ochse-Tour von Bezirk über Pfalz, über Rheinland-Pfalz bis zum Halbfinale auf Deutschland-Ebene, dort Remis und dann rausgeflogen im Blitz, verdient dann. Also da war irgendwann auch Ende der Fahnenstange. Ja, das sind doch schöne Erfolge. Und Titelträger, das bist du ja auch. Du hast den Titel Candidate Master, also CM. In der Schachgeflüster Facebook-Gruppe hat mich ein IM gebeten, dich zu fragen, was du von diesem Titel hältst. Und der hat ja so ein bisschen provokant gesagt, naja, das hat die FIDE auch deswegen eingeführt, damit die Titelträger Gebühren zahlen müssen. Ich meine, das ist natürlich bei allen Titeln, glaube ich, so. Aber wie siehst du das? Kultivierst du den Titel CM? Also ich finde, Titel ist Titel, ich finde das klasse. Aber ja, offenbar gibt es auch andere Meinungen. Wie stehst du dazu? Ja, das ist natürlich klar. Sagen wir mal so, da kann ich einiges dazu erzählen. Und zwar, die FIDE hat ja den CM-Titel 2002 eingeführt. Und damals war ich sogar mal tatsächlich gleich am Anfang nah dran, den zu erreichen. Dann habe ich beim Turnier. Ich glaube, ich brauche nur eine letzte Runde zu gewinnen. Stand auch gut, Remis abgelehnt, dann verloren, dann wurde ich es halt nicht. Und dann bin ich aber so 2002, da ging das irgendwie noch mal ein ganzes Stück rückwärts über viele Jahre, ja. Also ich habe mich da ziemlich weit davon entfernt. Eigentlich habe ich das Ziel schon abgeschrieben. Und ich meine, das wäre auch, sagen wir mal, realistischerweise, ich bin ja eher ein Spätberufener, würde ich mal sagen, ja. Also ich habe einen Late Starter, also ich habe mit 16 ist man ja nicht mehr, die Kinder haben es da schon leichter. Auf jeden Fall ist CM das Einzige, was so noch realistischerweise erreichbar wäre, ja. Das hätte ich halt schon gerne gemacht. Also eigentlich habe ich schon abgeschrieben und dann hatte ich noch mal ein paar gute Jahre, so 2010, 2011 ging es noch mal aufwärts und 2011 bei Bad Wissi war ich noch mal in einer ähnlichen Situation. Ein Sieg reicht mir mit Schwarz, stand auch sehr gut, habe es dann in Zeitnot völlig vermurkst, bin dann mit einer Mehrfigur für drei Bauern in der Zeitnot aufgetaucht und dann habe ich dann fürchterlich habe ich es verhunzt und na irgendwie konnte ich dann mit dem Läuferpaar, zwei Läufer gegen einen Läufer und dafür hat er drei Bauern gehabt. Irgendwann konnte ich einen Bauer gewinnen und es war mit Ach und Krach habe ich es dann geschafft. Dann war am 4.11.2011 war ich dann CM, also beziehungsweise da hatte ich die 2.2 überschritten, 2.200 Elo. Der Deutsche Schachbund will auch 2.100 DWZ, das hatte ich zu dem Zeitpunkt. Also die Bedingungen waren erfüllt und ich wollte es dann schon
beantragen dann auch und habe es auch gleich gemacht. Da habe ich natürlich viel Pionierarbeit geleistet, weil das war natürlich, 2011 ist jetzt 10 Jahre her, da war das natürlich noch unbeliebter, dann noch unbekannter und also mittlerweile haben sich die Leute auch ein bisschen dran gewöhnt. Es gibt ja mittlerweile auch, die FIDE hat ja versucht, mit Arena-Titeln, also auf der Online-Arena, Geld zu ziehen. Und das sind ja also wirklich erbärmliche Bedingungen, wo man dann zum Beispiel Arena-FIDE-Meister wird und alles. Also damit ist das, sagen wir, die Echt-Titel ein bisschen rehabilitiert. Es war auch immer so gewesen. Also früher gab es ja nur GMs. Und wie sie dann IM eingeführt haben, haben die Leute gesagt, IM, das sind die, wo es nicht schaffen zum GM. Und als der FM kam, haben sie gesagt, die FM, das sind die Armen, die nicht GM und IM werden. Ja? Und der CM, das ist halt der nicht zum FM packt. Ja? Also ist immer, man muss sich praktisch immer einen hinter der Nahrungskette, hinter einem suchen oder so. Ja? Und da ist man halt mit CM ziemlich weit hinten und wie gesagt, die Puristen, die akzeptieren ja nur GMs und so. Ja? Also ich bin da ziemlich entspannt eigentlich, weil also finanziell, ich meine, 100 Euro einmalig, das ist nix, ja. Ich meine, die FIDE, die versucht Geld zu ziehen, die Elo-Auswertung kostet Menge Geld. Die erlauben zum Beispiel Elo-Auswertung nur bei Turnieren mit zertifizierten Schiedsrichtern. Der Organisator muss registriert sein bei der FIDE und Geld bezahlen. Und das sind vor allen Dingen Titel, die müssen immer wieder bezahlt werden, alle paar Jahre aufgefrischt werden, ja. Also wie gesagt, die müssen alle 2 Jahre da Gebühren bezahlen, ich weiß es nicht genau mit den Bedingungen, aber auf jeden Fall die Elo-Auswertungen. Also das sind, also die FIDE versucht an alle möglichen Stelle Geld zu ziehen, aber diese, also bei mir waren es jetzt 100 Euro, das ist eigentlich lachhaft. Und ich habe ja vorher erwähnt, dass ich zweimal, also mit Manfred war ich einmal in Liechtenstein, ein Jahr später nochmal, und da gab es allein schon für FMs und CMs haben die von den 100 oder 120 Franken die Hälfte Erlasse. Das heißt, die zweimal Liechtenstein waren die 100 Euro, waren amortisiert. Ansonsten bin ich bei, zum Beispiel bei chess.com, ist man als Titelträger, ist man Diamond Member, also man kann alle Videos schauen, man kann bei Title Tuesday mitmachen. Das heißt, da spielt Nakamura mit, da spielen von der Top 10 spielen 5 Leute mit in der Welt, 100 Großmeister. Und also allein schon, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahre chess.com Premium, da hat man das wieder draußen, ja. Also ich finde es eine schöne Erinnerung eigentlich. Da sieht man mal, dass man irgendwann mal was geleistet hat. Also ich hab zum Beispiel im Moment gar kein 2-2 Elo mehr. In der Online-Welt, da wird natürlich das CM dann vor bei den Profilen immer davor gehängt. Da sehen die also die ganzen WizKids, also diese ganzen schnellen Wunderkinder, die da im Internet Schach gelernt haben, die sehen auch, dass man mal over the board, also dass man mal irgendwie am echten Brett was geleistet hat, also schachliche Qualität, also dass man nicht nur schnell ist, ja. Und ja, also ich finde es schöne Erinnerung eigentlich, ja, und an bessere Zeiten, ja. Ja, nachvollziehbar erklärt. Du hast auch ja die Online-Welt angesprochen und du hast auch einen kleinen YouTube-Kanal, wo Bilder oder wo ein Video von dir zu sehen ist, wie du, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es auf chess.com diese Puzzle Rush war oder auf LeeChess dieser Puzzle Storm. Und ich habe gesehen, dass du auf Platz 7 der Weltbestenliste bist oder warst bei chess.com. Nee, ja, das war ein bisschen, das muss ich vielleicht erklären. Also ich spiele zwar gern Blitz und Schnellschach, aber eigentlich bin ich eher doch ziemlich lahm. Ja? Also so Bullet war auch nie so mein Ding. Und gut, Puzzle Rush und Puzzle Storm und so habe ich mich ein bisschen reingehängt und auf dem Handy auch habe ich als bessere Version, also war ich schneller gewesen als auf dem PC, habe das ein bisschen kultiviert und geübt und das ist halt so, da wo ich auch, ich glaube, da war ich sogar mal auch, also diese Zahlen, das habe ich mal als Spaß gemacht, da war ich praktisch der, von der letzten Stunde war ich weltweit auch schon mal Erster oder so, ja. Ah, von der letzten Stunde ist das okay. Gut, ich meine, chess.com ist der größte Server weltweit, Schachserver und das machen schon 1000 Leute gleichzeitig in der letzten Stunde, das ist schon nicht ganz ohne. Auf jeden Fall war ich da auch mal ziemlich weit vorne. Ich glaube auch mal irgendwie mal Erster oder so bei dem 3 Minuten Puzzle Rush. Ja, also so kam die Zahl zustande. Und ja, sagen wir mal so, ich bin mit den Zahlen einigermaßen zufrieden für das, wo ich nicht. Das ist natürlich auch eine Alterssache. Also das sind auch die Kids sind natürlich viel, viel schneller und viel, viel besser. Auch die Erfassung und alles, ja.
Letzte Frage, bevor wir zu Schachfeld kommen. Und zwar bist du ja auch als Schachschreiber so ein bisschen unterwegs und schreibst für die Wiener Fernschachzeitung. Da hast du mir einen Artikel geschickt über die Caro-Kann-Eröffnung und dass die sich für dich, vom hässlichen Entlein zum goldenen Schwan gewandelt habe. Was hast du denn für eine Beziehung zu Caro-Kann oder warum hast du genau über die Eröffnung was geschrieben? Ja, also einmal muss ich mal sagen, der Job für die Fernschachzeitung, das kam auch vom Manfred Herbold. Also der hat mir das aufgeschwitzt, um das mal ganz salopp zu sagen. Ja, also weil er irgendwie nicht mehr wollte und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das dann irgendwann dann, da hat er gesagt, naja, die nächsten paar Ausgaben sind auch schon praktisch vorgeschrieben. Also da habe ich gedacht, naja, das ist jetzt erstmal ja nichts zu tun, aber das Jahr war dann irgendwann rum und irgendwann musste ich dann ran. Naja, also ich spiele Caro Kann seit 2012. Früher habe ich Sizilianisch oder halt moderne oder Pietz-Verteidigung gespielt, also G6-Systeme. Später dann Caro Kann, halt mit Läufer F5, das war so das Solideste. Und das Springer F6, die Weißen nehmen dann immer auf F6 und dann gab es halt GF6 und EF6 und eigentlich so das aktivere Short hat das gespielt, war immer noch GF6. EF6, das war so ganz langweilig, also da hat man immer gesagt, ja Weiß, der braucht ja irgendwann nur alles abzutauschen, das ist ein gewonnenes Endspiel, so praktisch gespiegelte Spanisch-Abtausch-Variante und ansonsten konnte man der Stellung gar nichts Gutes abgewinnen, ja, also früher. Ja, und irgendwann habe ich vor 2 Jahren mal ein Video gesehen, vom Inder und der hat das so ganz schnell erklärt, wie man da gut ausgleicht und mit, dass man auch diese Bauern dynamisch einsetzt, also auch H7, H5 ist ein typischer Zug von dem Bauernblock und dieser statische Bauernblock, dass der gar nicht so verkehrt ist. Ja, man hat offene Linien und freies Spiel und zum Beispiel heute mit kurzer Bedenkzeit, wenn zum Beispiel der König sicher steht und man kann mit seinen Schwerfiguren am ganzen Brett rumfuhrwerke ohne dass der König in Bedrängnis ist, das ist schon ein Bonus, ja, und ansonsten lässt sich das gut spielen, der Carlsen spielt es auch, gut, dass der Carlsen jetzt natürlich dass die Gewinnserie geendet hat mit genau dieser Variante, das habe ich mal verschwiegen, ja, aber das Caro Kann ist, also ich habe letzter Zeit also auch so gesagt, dass das schon so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau ist, die es ja eigentlich bei Eröffnungen gar nicht gibt oder die es überhaupt nicht gibt, aber sagen wir von Solidität Potenzial auf Gewinn zu spielen, theoriearm, also relativ theoriearm gegenüber Sizilianisch oder Spanisch, bisschen asymmetrisch, also Caro Kann vereinigt das alles, was man normal so, was so, ja, Neulinge, die suchen ja immer eine sichere Öffnung, mit der man auf Gewinn spielen kann, die suchen halt immer die eierlegende Wollmilchsau und ich habe die am ehesten, denke ich, also Caro Kann kommt der Sache ziemlich nah, ja, das hat halt so ein bisschen das Caro Kann ist so ein bisschen spießig, so das Bausparvertrag-Image, ja, also das ist so, aber das ist nicht verkehrt eigentlich, ja, und wie gesagt, die wurde durch das, die Variante ziemlich gut wiederbelegt und natürlich, dass jetzt die Top-Buchautoren das alles als Hauptvariante auserkoren haben, diese alte Variante, das spricht ja auch für sich, Informator-Service gibt's da drüber, ja. Ja, also das war das Thema von der letzten Ausgabe. Dann habe ich gedacht, weil ich das ja immer auch im Schachfeld schreibe und so, und dann habe ich gedacht, das habe ich jetzt schon so oft den Leuten verklickert und erzählt und jetzt wird es auch mal publiziert. Ja, also man hört, du auf jeden Fall, du bist Experte, was Caro Kann angeht. Und hast mich sogar ein bisschen unsicher gemacht, weil ich bin jetzt von Skandinavisch auf Sizilianisch und vielleicht tue ich mir doch mal Caro Kann an irgendwann. Aber lass uns das Themenfeld ändern, denn ich möchte mit dir natürlich über das Schachfeld sprechen. Und das muss ich mal nochmal kurz einführen. Also schachfeld.de ist das größte deutsche Schachforum. Das bedeutet eben, man kann sich registrieren und dann mit anderen Usern über Schach diskutieren oder auch nur lesen, was andere schreiben. Und es gibt da halt ganz viele Rubriken und Unterrubriken und da wird eben sehr lebhaft und eifrig, ja, diskutiert und geschrieben. Seit wann gibt's denn eigentlich Schachfeld und seit wann bist du persönlich dabei? Also wenn ich jetzt im Forum schon gewühlt habe, bei alten Beiträgen, so die ersten Beiträge waren so 2005, glaube ich. Okay, also schon relativ. Was vor meiner Zeit war, kann ich schlecht sagen. Also ich bin dabei, der Manfred, der schreibt da, also der hat vorher immer erzählt, dass er da viel schreibt und ich soll da mal kommen, das ist ja cool, mach doch mal mit und so, ja. Und,
Und ich habe mich da immer ein bisschen geziert. Ich weiß gar nicht warum im Nachhinein, ja. Ich habe da immer war im Rheinland-Pfalz-Forum unterwegs und aber das war irgendwie langweilig. Das ist wie wenn man sich in der Provinz auf den Balkon stellt und will zum Volk sprechen. Das hört keiner, ja. Also da ist gar nichts los, ja. Also auf jeden Fall war ich so in kleinere Foren unterwegs, wo gar nichts war. Habe dort als Beiträge schon gern geschrieben. Und na, irgendwann habe ich mich da mal angemeldet, 2012. Und ich glaube, irgendwann im Februar oder so. Und dann habe ich aber auch 3 Monate noch gar nichts gemacht. Also so, der Anfang war ein bisschen schleppend. Ja, und dann habe ich mal angefangen zu schreiben. Mir hat das dann Spaß gemacht. Und ich hatte auch relativ schnell dann ein paar tausend Beiträge. Und 2014, also 2 Jahre später, wurde ich dann Moderator. Es ist halt so, dass das Forum war, früher gab es etliche Besitzer. Und das war halt ein großer Moloch, schlecht moderiert und also in Privathand. Und ich weiß nicht, also wenn so ein Forum schlecht moderiert ist, da hätte ich auch wahrscheinlich gar nicht so die Lust für das, für mich da irgendwie reinzuhängen und was zu machen, wenn viele Trolls unterwegs sind. Das ist nicht so mein Ding. Auf jeden Fall war das so 2012, 13, 14 schon so auf einem guten Weg und ich konnte mich dann auch einbringen mit eigenen Themen, habe da immer ein bisschen aufgeräumt, also wenn zum Beispiel jemand neues Thema zu irgendwas gemacht hat, habe ich mal geschaut, was gab es da früher schon, habe das ein bisschen zusammengelegt, habe halt selber, was ich alles so aufschnapp, bei Chessbase, Twitter oder sonstige Kanäle, das habe ich immer Threads angelegt und versucht da Diskussionen draus zu machen. Insgesamt wurde es über die Jahre strenger moderiert, aber es ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie man sowas führen kann. Ja, also, weil sonst die verdienten Mitglieder, die verlieren da die Lust, wenn sie da von Neulingen, also von Trollen angemacht werden, die sich gerade anmelden anonym, das geht nicht. Ich meine, heute in der Zeit, man merkt ja die Verrohung der Sprache, das ist ja, das geht nur mit strenger Maßnahme. Also es gibt ganz furchtbare Formen, chess.com oder chess24, da würde ich meinem Leben nichts schreiben. Ja. Okay, auf jeden Fall wurde es dann auch noch 2016 oder wann das war, mit Schachmatt zusammengelegt. Schachfeld hat Schachmatt geschluckt und ja, das Ganze läuft unter Forum Home. Die haben etliche Foren, ich weiß nicht, ob es 100 sind, 50 und... Also das ist der Betreiber sozusagen oder Eigentümer des Forums, ne? Forum Home. Da wird auch ein Anwalt beschäftigt, ja. Weil es klar, natürlich, weil manche Leute sehr öffentlich und nicht jeder findet sich da im Netz treffend beschrieben, ja. Oder manche Leute, die werden gesperrt und können es nicht verstehen. Oder andere, da stehen öffentliche Sachen im Raum, die nicht stehen bleiben können, ja. Und keiner kümmert sich drum. Also es rentiert sich da schon auch mit Anwälten zu agieren. Und die machen das professionell auch heute. Die GSVO wird da streng eingehalten. Also ich könnte als Privat oder ich würde als Privatmann würde ich nie ein Forum betreiben. Ja, das kann man wahrscheinlich nur in Summe Verbund. Und die machen das, glaube ich, ganz gut. Und wobei die jetzt, also diese 15 Admins oder weiß nicht, wie viel sind und Anwälte, die haben natürlich von Schach keine Ahnung. Also ich bin dann so, oder wir drei Moderatoren sind dann so das Bindeglied zwischen, also wir haben einerseits den Überblick schachmäßig und andererseits den Kontakt zur Administration. Und deine zwei Moderatorenkollegen, das sind auch so Schachverrückte im positiven Sinne wie du. Ja, das eine ist der hat sicherlich FM-Stärke, ist aber offiziell kein FM und der andere war die ganze Zeit FM, ist jetzt IM, also das heißt, sind noch deutlich bessere Spieler als ich und sind auch schon länger dabei und wir sind ein ganz nettes Team. Also ich bin so tagsüber meistens unterwegs. Nachts habe ich auch gesehen, moderieren manchmal die anderen Kollegen und natürlich, was die Leute denken da immer, Admins, die leben da ihre, wenn ihnen was nicht passt, die Moderatoren, wenn ihnen was nicht passt, dann wird es mal gleich gelöscht oder so, oder die Nase passt einem nicht, aber das ist natürlich immer orchestriert, ja. Also einer sperrt oder löscht oder macht, es wird aber intern, ist das alles protokolliert, ja. Also, und die Admins geben in der Regel auch immer Rückendeckung, ja. Also, und vor allen Dingen, wenn es irgendwie, wenn der Ärger, sobald es Ärger gibt, landet es bei den Admins, ja. Das sind mir als Moderatoren, ich gebe das gleich weiter, weil die werden dafür bezahlt. Die verdienen damit Geld, mit Google und mit Werbung und sonst was alles. Also, sobald wie das irgendwie ernster wird, wird es gleich intern weitergegeben, soll die ich mit rumreise, ja. Und du machst das auch ehrenamtlich, ne? Ja, also, das ist für Spaß an der Freude, ja.
Kriegst kein Geld, aber kriegst Schelte. Genau, ja, genau richtig erkannt. Ja, also das ist für den Spaß an der Freude, aber ich bin mal gespannt, wann der wieder kommt. Ja, nee, es ist so halt, es ist halt schon interessant, dass auch manchmal so auf Turnieren, da redet man auch mit den Leuten und manchmal ziehen dann auch so Prominente, wird man so zur Seite gezogen. Also das scheinen, abgesehen mal von den paar Bekannten, die immer online sind, scheint das auch ziemlich viele Leute als Gäste zu lesen. Also ohne eingeloggt zu sein. Also es ist relativ beliebt und dann wird man was gefragt oder man kriegt was gesteckt und so von und erfährt auch ganz interessante Sachen, also Sachen, die man nicht unbedingt schreiben könnte jetzt. Ja. Kannst du, wenn du sagst, es lesen viele, kannst du uns vielleicht auch mal ein bisschen, damit wir ein Gefühl bekommen für die Dimension, ein bisschen durch die Kennzahlen führen? Ihr habt ja das auch auf eurer Homepage oder ja auf schachfeld.de veröffentlicht. Unten hast du es gerade parat. Also ich kann jetzt mal reingehen. Ich gehe jetzt mal, Moment, ich mache es jetzt mal gerade auf, ja, im Browser, ja. Okay, also steht jetzt 164 Benutzer sind online. Registrierte Benutzer 19, Gäste 145. Ja, das, ich denke so Faktor 10 oder was jetzt 5 bis 10 höhere Anzahl an Gäste wie registrierte Benutzer, das ist schon realistisch, ja. Also, wobei man muss natürlich sagen, die Gäste, das sind auch, die Hälfte davon sind wahrscheinlich Suchmaschinen und so Sachen, ja. Also es ist schon, sind nicht alles Gäste aus Fleisch und Blut, die da jetzt online sind. Ja, es gehen auch immer, das sieht man aber auch, dass das Ganze indiziert wird, dass das auch das Größte ist und beliebt ist und Geld bringt. Also wenn da ständig Google drüber oder sämtliche Suchmaschinen drüber gehen, ja. Man hat halt eine begrenzte Anzahl von Stammusern. Das ist natürlich immer, wenn irgendwelche Themen sind, wie neuer DSB-Präsident wird gewählt oder vor allem immer, wenn Ärger im Gange ist, dann sind natürlich auch, da melden sich auch oft ganz neue User an und erzählen dann brühwarm irgendwelche Geschichten und meistens ist da der Ärger auch nicht weit, ja, also wenn wie überall, ja. Lass uns nochmal die Kennzahlen, weil weiter unten geht's noch weiter mit Themen, Beiträge, Benutzer, also ich weiß nicht, siehst du es auch oder weil sonst? Achso, ja, das sehe ich natürlich, ja, also. Weil das sind die großen Zahlen, ne? Also 28.900 Themen, ja, also Threads, ja, Beiträge 502.000 und Benutzer 26.000, ja. Das ist immerhin fast ein Drittel der Mitglieder des Deutschen Schachbundes, ne? Müsste man natürlich mal Doppelaccount bereinigen und so, oder beziehungsweise noch die Hobbyspieler, die dann irgendwas verkaufen wollen oder so. Aber schon, nichtsdestotrotz sind die Zahlen groß. Und ja, andere Foren sind mir jetzt auch gar nicht groß bekannt. Also ich persönlich schreibe noch ein bisschen im Lead-Chess-Forum in Englisch, ja. Sag mal, Englisch schreibe ist nochmal eine Steuer, habe ich auch irgendwie 8.000 oder 9.000 Beiträge, ja. Ja, ansonsten aber chess.com, das ist ganz schlimmer Moloch, schlecht moderiert, Chess24 ist nix und dann Schachburg und Schacharena so kleiner vor. Ich kann auch nicht alles machen dann, ja, also ich beschränke mich dann auf die große. Es gibt international, gibt es auch ganz gute Foren, auch manche auch Qualität, aber es ist auch nicht überall das Gras grüner, gell, Also sagen wir mal so, dass jetzt durch Corona die Foren nochmal geboomt haben, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also die Leute, die auf Server spielen, also die Spielerzahlen, da sieht man schöne Peaks, ja, also letztes Jahr, März, April, also sagen wir erster Lockdown und dann nochmal den Peak von Queen's Gambit und beziehungsweise zweiter oder dritter Lockdown, ja, das sieht man schon auch und die Umsätze von Schachbrettern, als jetzt die ausverkauft sind und so, ja, das ist, sieht man. Die Händler merken das schon, aber so im Schachfeld war jetzt nicht direkt ein Boom, ja. Auch viele wollen auch einfach nur Spiele, ja. Die wollen nicht diskutieren, die wollen auch nicht belehrt werden, die wollen einfach nur Spiele und die gucken nicht links, nicht rechts, die machen eine Partie nach der anderen, ja. Und ja, das sind alle Individuen, ja. Also, aber ansonsten, wie gesagt, Schachmatt wird geschluckt und da gibt's ja so ein paar ganz versprenkelte da irgendwie Schachburg und ein paar vereinzelte, ja, oder manche haben zu ihrem Shop noch ein kleines Forum dazu gemacht, ja, aber was ja, glaube ich, eher eine Konkurrenz ist, sagen wir bei Facebook, wenn so Schachgruppen oder. Ja, da kenne ich eine. Ja, genau. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, es wird schon viel gelesen, ja. Gut, die Leute denken immer, die überschätzen da ihren Stellenwert und so, das, was da drin steht und so, aber es ist schon, man merkt schon, wer alles so anspricht, ja, dass das Leute auch lese, wo ich nie gedacht hätte, ja. Also
die da Bescheid wissen. Es gibt auch Leute, die schreiben nie was, die lesen alles. Manche schreiben manchmal was. Oder es gibt auch Leute, die sind nie online. Und immer dann, wenn sie einen Beitrag schreiben, gehen sie mal kurz online schreiben. Aber ansonsten sind die schon im Bilde, was da drin steht. Also es gibt wie immer alles. Ja. Uns wird auch Schachpolitik so ein bisschen gemacht, ne? Habe ich dich vorher so ein bisschen verstanden. Also ja. Die öffentliche Meinungsbildung kann man da ja auch ein bisschen beeinflussen, wenn man da entsprechend in so einem Thread schreibt. Wobei es natürlich immer auch nach hinten losgehen kann, was man sagt, ne? Also ich bin mir da nie sicher, wenn ich was schreibe, ob ich dann nicht da eher Widerspruch provoziere. Ja, also man muss ja immer, zum Beispiel, wenn ich immer das Gefühl habe, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt, also weil da ein paar Leute halt schreie und ihre Meinung da den Leuten aufzwänge, dann macht man mal eine Umfrage. Und ich finde, die Umfrage, die sind gar nicht so verkehrt. Ja, also die zeigen dann oft, also da schreit einer und propagiert irgendwas. Und wenn man mal eine Umfrage macht, sieht man, der steht ziemlich allein da. Ja, also kann man das immer ein bisschen zurechtrücken. Und dann sagen die, ja klar, es sind 30, 40 Leute und das spricht jetzt für Millionen Schachspieler in Deutschland. Ja, aber ich finde, die kommen immer ziemlich gut hin, ja. Also wenn man zum Beispiel mal abklopft, wer der neue Präsident und so, ja, also bis jetzt oder wie ist die Stimmung mit, naja, es wird ja immer gescholten, was der DSB macht gerade im Moment und wenn man da mal eine Umfrage macht und dann kommt manchmal auch erstaunliche Sache raus, dass es gar nicht so schlecht gesehen wird, ja. Ja, das ist ganz gut, dass man da auch ein bisschen objektiven Maßstab hat und nicht nur dem zuhört, der am lautesten schreit. Was begeistert dich denn eigentlich am Schachfeld so? Also warum bringst du da deine Freizeit ein? Warum machst du das so gerne? Also ich denke, da wir haben ja vorher drüber gesprochen, dass ich 226 ausgewählte Turniere habe und sagen wir mal so, ich habe schon vieles gesehen und ich denke, das kann ich auch irgendwie weitergeben und irgendwann ist man auch, also wenn man ein guter Spieler ist, dann kann man auch viel von seinem Wissen weitergeben und dann entwickelt man auch so ein bisschen Trainerambitionen, also jetzt nicht offiziell, also ich will jetzt niemanden persönlich trainieren, ich will auch kein Geld daraus ziehen oder so, aber manchmal, wenn man sein Wissen weitergibt, das ist auch eine Art von Befriedigung, die man dann meistens, wenn man schon ein bisschen älter ist, ja, und vielleicht, wenn man auch weiß, okay, man wird jetzt kein IM mehr und aber das, was man weiß, kann man vielleicht anderen weitergeben, ja. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich halt auch sehr viel selber schon gelernt habe. Und manchmal, wenn ich eine konkrete Frage stelle, dann gibt es tatsächlich in der großen Community auch Leute, die auch eine gute Antwort liefern. Ja? Also schon vor kurzem habe ich, naja, da war so eine Königs-Indisch-Variante, das war ist eine relativ langweilige Stellung, mehr oder weniger forciert rausgekommen. Und da gab es einen guten Tipp, wo man an welcher Stelle, dass man das verschärfen kann. Und das hat es echt gebracht. Das habe ich einmal ausprobiert, gleich gewonnen und das hat Potenzial. Ja, also ich habe auch schon viel gelernt im Schachfeld und ansonsten, ja, das ist also der virtuelle Clubabend, ja. Also wir können jetzt im Moment nicht an den Stammtisch oder an den Schachclub und jetzt ist vielleicht der Stellenwert eher noch gestiegen, ja. Und umgekehrt aus Sicht eines Spielers, der sich jetzt überlegt, soll er sich registrieren oder nicht, mit welchen Argumenten würdest du ihn vom Schachfeld überzeugen? Also gut, es meldet sich ja oft Neulinge an, die erwarten sich davon, dass wir jetzt den Tipp kriegen, wie sie jetzt schnell Schach lernen. Also so einfach, also so, es gibt kein Patentrezept, aber ansonsten, wenn die Leute konkrete Fragen haben, also konkrete Frage, konkrete Antwort, da wird denen dann schon geholfen, ja. Oder sagen wir mal, vielleicht ein Buchtipp oder man liest mal was über irgendwie, man sucht dann Details. Also manchmal ist es auch so, wenn die Leute was suchen, dann kommen sie über Google auf schachfeld.de, auf die Themen. Ja? Also automatisch schon. Ja? Also es gibt es auch, dass Leute einfach allgemein suchen und landen dann im Schachfeld. Und es ist eine nette Community. Und wie gesagt, so ganz allgemein, also wenn die Leute fragen, wie werde ich jetzt schnell FM, das ist halt, da kann auch kein Schachfeld helfen. Aber wenn die Leute sagen, in der und der Variante habe ich das und das Problem oder wie gewinnt man dir in die Stellung oder was ist ein gutes Buch für Turmenspiele, 2 gegen 1 Bauer und so Sachen. Also je konkreter die Frage, desto eher kriegen die Leute geholfen. Ja, und die Leute helfen auch gern. Gerade wenn bei Neulingen sind die eigentlich auch, werden gern aufgenommen. Ja, ist klar, natürlich, man freut sich, wenn da mal wieder Nachwuchs kommt, weil es gibt tatsächlich auch schon, ja, solange ich dabei bin, ab und zu gibt es auch schon Leute, die sich einfach abmelden, die verschwinden. Klar, es gibt aber auch manchmal auch schon Leute, die verstorben sind. Ja, also gab es, ja,
ist halt so ein Fore, ja. Und ja, wenn dann neuer Nachwuchs kommt, ist das immer gern gesehen, ja. Wenn man sich jetzt als neuer User da einloggt, dann sieht man erstmal so ein paar Top-10-Beiträge und dann geht's los mit verschiedenen Unterforen, sage ich mal. Da gibt's so eine Reihe von Kategorien, also Schachrätsel, Regelkunde, Schachbücher, Quasselecke, Eröffnungen und so weiter. Wo hältst du dich denn am liebsten selber auf? Du hast ja auch 18.000 Beiträge inzwischen geschrieben, also das ist ja Wahnsinn. 5 am Tag oder mehr als 5 am Tag. Ja, was ist denn so deine Lieblingsecke? Also wahrscheinlich sind es eigentlich nur 6.000 Beiträge, aber ich habe alles dreimal sagen müssen, weil ich immer das Gleiche sage oder so, ja. Also zum Beispiel, was weiß ich, beim Training, dass man mehr Praxis wie Theorie büffeln soll und also mehr praktisch üben als Theorie büffeln und so. Also ich wollte nur sagen, ich habe mich da oft wiederholt. Also eigentlich sind es gar nicht so viele Beiträge. Okay, war ein Spaß. Eigentlich überall in gleichem Maße. Ist halt so, Quasselecke und Weitblick, das sind halt, Weitblick ist halt wirklich für, es geht ja oft ins Politische, ja, und auch Dinge, wo es keine direkte Lösung gibt, ja, also Corona oder so, ja, also sowieso irgendwie, mit Corona sind alle im angeregten Zustand und ich habe mitbekommen, dass in andere Fore, also hat mir der Max, das ist ein Admin, gesagt, in andere Fore wird Corona gar nicht mehr diskutiert, ja. Hier kommen sie halt immer wieder auf Corona, weil der Spielbetrieb ruht ja. Und dann kommt man ja immer von ruhendem Spielbetrieb, also Schachspielbetrieb, kommt man immer auf Corona-Maßnahmen und schon ist man in der politischen Diskussion drin, ja. Und da empfiehlt sich manchmal als Deeskalation, wenn man die Themen dann in Weitblick oder Quasselecke verschiebt, weil das sind auch Themen, diese Off-Topic-Geschichte, die tauchen nicht in der Top 10 auf, ja. Das heißt, wenn Leute da sich anmelde und sehen das nicht gleich in der Top 10, dann das deeskaliert ein bisschen, ja. Das sind dann die Moderatoren-Tricks. Genau, ja. Also bevor man das Thema gleich löscht oder sonst was, ja, da legt sich das ein bisschen. Ist auch interessant, was man als Moderator alles liest, weil weiß vielleicht auch nicht jeder, dass Beiträge, die sehen ja für die Öffentlichkeit gelöscht aus, ja. Aber die werden ja nur vor der Öffentlichkeit verborgen. Das heißt, ich kann also bis 2004 oder was, kann ich alles, was jemals gelöscht wurde, lesen. Ja, und das ist schon, war schon ein Moloch früher. Ja, also wo das noch in Privathand war und da hätte ich auch wohl kein Moderator sein, also ohne Rückendeckung. Okay, so viel dazu. Also heute wird es schon aufgepasst, dass das dass kein Ärger gibt. Manchmal gibt es Hinweise, dass die Leute das lieber per PM regeln sollten, wenn sich zwei in die Haare kriegen. Ist natürlich klar, bei der Kommunikation, es fehlen halt, man sieht den anderen nicht, man sieht nicht, dass es auch ein Mensch ist und man sieht keine Gesichtszüge und Ironie, das wird manchmal nicht verstanden und laufen Knalls, ja. Es ist kein dankbarer Job, Moderator, das kannst du dir ja vorstellen, ja. Also ich halte mich zu deiner Frage überall eigentlich auf. Also glaub gar nicht, was ich schon Energie reingesteckt habe, sagen wir mal, Threads in die entsprechende Unterfore da zu sortieren, ja. Also wir haben jetzt auch kürzlich ein paar neue gemacht, weil ich gemerkt habe, weil immer wieder wollen ja die Leute suchen Material, Schachmaterial, haben wir mal was Neues gemacht jetzt kürzlich und oder das mit den Servern, das gab es ja auch früher noch nicht so, dass man ein bisschen Leadchess angelegt hat, ein Unterforum, schach.de und also da kann man sich natürlich auch verweilen, dass man mal altes Zeug da einsortiert und also wenn ich neue Threads sehe, dann gucke ich ja immer, dass die im richtigen Unterforum sind und bei der Überschrift, also beim Thread-Titel behalte ich mir auch vor, den anzupassen und auch, sagen wir mal, Rechtschreibung zu korrigieren, weil das Aushängeschild ist. Also in die Beiträge selber würde ich nie eingreifen. Also können die Leute schreiben, was sie wollen. Aber der Thread-Titel, den versuche ich ein bisschen signifikant zu machen, die Themen zu verschieben. Und das sehe ich halt auch als Jobs von Moderatoren an. Oder weil einfach, ich gehe von mir aus, dass wenn das ein bisschen sortiert ist und alles, dann gefällt es mir auch besser und ich nutze übrigens auch das, also ich habe einerseits auch viel gelernt im Schachfeld, also nicht nur so, dass ich praktisch hinterm Tresen stehe und meine Weisheiten verbreite, sondern ich habe echt viel auch gelernt und ich denke, wenn das alles ein bisschen sortierter ist und ich nutze das auch selber als Nachschlagwerk, also manchmal, jeder hat auch seine eigene Motivation, also wenn ich zum Beispiel Partien von mir poste, die ein bisschen kommentiere, dann habe ich die aufbereitet und das ist auch eine Art Training, ja, also wenn man sich damit beschäftigt und
so hat jeder seine eigene Motivation. Manchmal suche ich auch was im Schachfeld, also mal eigene Beiträge, was ich da schon mal oder von anderen, also so praktisch als Schachnachschlagwerk, ja. Also es ist ja auch, gibt auch ganz viel zu Eröffnungen und so, ne? Also da kann man sicherlich auch viel lernen. Oder Partien, die gezeigt werden. Ja, ich persönlich habe übrigens auch eine Erfahrung mit Schachfeld gemacht. Und zwar ganz zu Anfang des Podcasts hatte ich mal so einen Thread eröffnet und ja, so ein bisschen Werbung machen wollen für Schachgeflüster. Aber nach kurzer Zeit wurde der Thread geschlossen und zwar von dir mit der Bemerkung, bitte keine Dauerwerbesendung im Schachfeld. Ja, ich muss zugeben, ich war ein bisschen angefressen in dem Moment, weil ich gedacht habe, ja, jetzt machst du ein Angebot für Schachfans und dann darfst du das nicht. Aber ich habe es natürlich auch verstanden, dass ihr da keine Werbung schalten lassen wollt. Da seid ihr schon streng beim Thema Werbung, ne? Law and Order, ja. Also, nee, es ist halt so, dass da schneien halt echt viele Leute rein, die das Schachfeld, wie wir ja besprochen haben, ist ja das schon das Größte, das Beliebteste. Und viele springen da einfach aufs Trittbrett drauf, ja, und wollen da praktisch die, sag mal, macht jetzt jemand eine neue Homepage und der macht einen Thread und meine neue Homepage, ja. Und dann nutzen die praktisch den Radius des Schachfelds für ihre eigene Sache, ja. Es wird halt nicht gern gesehen, wenn sich jemand anmeldet und gleich seine Links verbreitet, ja. Wenn, also man darf durchaus relativ, ich verbreite ja auch meine Links, ja, man darf durchaus relativ viel, wenn man, sagen wir, auch normale Diskussionen mitmacht, ja. Aber einfach nur so praktisch auf den Zug aufspringe, das ist nicht gern gesehen. Und gerade wenn jemand neu ist halt, ja, gut, das ist natürlich irgendwie vor den Kopf gestoßen, ist schon klar, aber manchmal sind auch Spambots oder sonst was alles, ja. Und naja, sagen wir mal, wenn jetzt einer mal auf seine Seite hinweist, ist okay und oder jemand anderes auf die Seite hinweist, aber wenn das dann irgendwie zum Beispiel was nett gehen wird, wäre immer das, also dass man jede Woche reinstellt, heute ist der dran, heute ist der dran, weil das Problem ist nämlich, dass Klicks sind auch Geld und also wenn da immer ein großer Teil von Schachfeld-Klicks an auf deine Seite dann gehen, ja, dann ist das praktisch auch verlorenes Geld für das Schachfeld, die UEFA Forum Home, ja. Bei mir könnte es auch total egal sein, aber das Schachfeld lebt die Foren leben halt davon, von Diskussionen und nicht von Umleitungen von Links, ja. Klar, das ist natürlich im Einzelfall ziemlich hart, ja, und okay. Ja, nee, ich habe es dann auch verstanden, weil es ist wie im Leben halt ein Geben und Nehmen und in dem Moment habe ich quasi nur genommen, ne, die Reichweite von Schachfeld für mich instrumentalisiert, ohne zu den Diskussionen und zu der Gemeinschaft, die es ja auch ist, was beigetragen zu haben. Insofern, ich habe es dann auch verstanden, aber mir ist es auf jeden Fall nur aufgefallen halt, ne, dass der eben tatsächlich aktiv moderiert wird. Da bin ich wahrscheinlich auch nur Nummer 100, Nummer 58 geworden. Also kann froh sein, dass ich überhaupt genommen wurde noch. Also, ansonsten wäre ich vielleicht früher dran gekommen oder war irgendwie kein Traumstart, ja, kein Traum kennenlernen, ja, also irgendwie. Ja. Das genau, stimmt, das, aber das für einer, ja. Ich, ja. Nee, wie gesagt, ich hab mir überlegt, wie hättest du es gemacht und dann hätte ich wahrscheinlich als Admin genauso reagiert. Insofern keine Bad Feelings. Ja, wenn man ein bisschen erfahrener ist und so, generell sind so also klare Regeln und so, auch wenn die im ersten Moment hart sind, ist vielleicht längerfristig auch nicht die schlechteste Wahl. Ja, also auch viele, klar, es gibt auch Leute, da löscht er einmal einen Link oder sonst was, dann melden die sich gleich ab im Schachfeld, die lasse ich dann wieder, aber was willst du machen? Ja, also wenn jeder dann. Ich meine, man muss sich halt immer vorstellen, bei so Foren, du bist ja praktisch in anderen Leuten ihr Haus unterwegs. Ja, du wirst zwar eingeladen, aber du musst dich halt schon nach der Regel halten, vom Hausbesitzer oder jeder halt. Ja, und manche denken, das ist irgendwie rechtsfreier Raum. Ja, also. Aber so eine Klarnamenpflicht, um eben so Spam und Beleidigungen und sowas zu vermeiden, das habt ihr nicht. Also man kann schon offiziell anonym auch sich aufhalten. Ja, mit Einweg-E-Mail-Adresse, das wird ja auch gemacht und so, das geht schon alles, ja. Aber das ist natürlich klar, wenn du dich so verschleiert anmeldest, da bist du schon vorm ersten Beitrag, bist du schon irgendwie, ich will sagen, vorgemerkt, aber schon kritisch beäugt, ja, also. Klar, aber um der Frage zu beantworten, ein großer Teil sind tatsächlich anonym und manche konservieren das oder passen da schon gut auf, dass auch anonym bleibe. Andere machen kein großer Hehl draus, ja, und da gibt's also alles, ja.
Es gibt ja auch so einen österreichischen Vielforum-Nutzer, der Krennwurzen, ja. Den kennst du bestimmt auch, der ja immer wieder Schachartikel schreibt und sagt, er bleibt gerne anonym. Also die Insider wissen, wer es ist, aber der gerne anonym bleibt. Und ich glaube, bei dem ist es auch okay, ne? Bei so solchen Vielschreibern. Da kann ich schon eine interessante Geschichte dazu zu dem erzählen. Ja? Ah, der hat ja auch immer sehr leidenschaftlich diskutiert. Und manchmal, da, wenn ich da zwei in die Haare kriege, und da muss man eingreifen und muss lösche, sperre. Und wenn dann irgendwie einer sich da noch mit einmischt, dann kann auch durchaus sein, dass mal einer gesperrt wird. Also wenn ich jetzt sage, wenn zwei sich in die Haare kriege und jetzt ist Ruhe und bitte jetzt nicht weiter, schon wird gesperrt. Und dann kommt irgendeiner rein und fängt dann auch noch mit an. Kann sein, dass der auch noch mit ins Kreuzfeuer kommt. Jedenfalls wurde er auch mal gesperrt für einen Tag und so. Und da war dann die Hölle los, der Grenzwort von mir. Ja, es war so 2015 rum, 2016. Und dann haben wir uns in Wien getroffen beim Open. Also großes im Wiener Rathaus, großes Schach-Open mit, oh, ich weiß gar nicht, 500 Leute, 800 Leute, frag mich nicht, ja. Auf jeden Fall haben wir uns in Wien getroffen, da waren wir abends ein Schnitzel essen, da hatten wir der seine Kneipe und seitdem sind wir die beste Freunde, ja. Also irgendwie, da war so eine komische Geschichte vorher, also wie bei uns jetzt da mit Sperre und oder Lösche oder so oder Maßregelung, sag ich mal, ja. Und dann haben wir uns getroffen. Und Bier getrunken, nee, Wein war es, und hat einmal seine Lieblingskneipe gezeigt und nochmal Wiener Schnitzel gegessen und seitdem sind wir gut befreundet, ja. Also, und er ging aber auch vorher, ja, war auch eine strenge Maße, und der sagt heute noch, das war nicht gerechtfertigt, ja. Ja, das ist auch manchmal, wenn man sich nicht sieht und wenn die Leute keine Ruhe geben oder so, wenn man sagt, jetzt hopp, jetzt bitte, es ist alles gesagt und fernhalte jetzt. Da können auch Leute dann, die sind dann zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und dann, oder wenn man was eine falsche Hals kriegt oder wenn ich dann im angeregten Zustand bin, ja, das ist, also sagen wir mal so, der Moderator macht das auch keinen Spaß, diese Maßregelungen und Sperrerei und kannst mir echt glauben, ja. Das ist immer besser, wenn nichts los ist, wenn die Leute Schach diskutieren und wenn gar nicht irgendwie sowas ist. Aber ich denke doch, also ich hoffe, du bestätigst mich, dass das nicht die Regel ist, dass du sperren musst, sondern dass die meisten einfach ja sich freuen über so eine Schach-Community, ne, und sich über Schach austauschen können. Wie siehst du denn die Zukunft eigentlich von Schachfeld? Also das Konzept Forum, es ist ja noch erfolgreich, aber es gibt ja ganz neue Medien, keine Ahnung, Discord, TikTok und so. Meinst du, das Medium Diskussionsforum hat da auch in Zukunft noch einen Platz oder muss es sich möglicherweise auch irgendwie anpassen? Was meinst du? Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen. Ich mache zum Beispiel Discord gar nichts. Ja? Also ich kann nicht sagen, wo der Weg hingeht und wie sich die Fore halte. Die haben jetzt mal die DGSVO ganz gut überlebt, ja, da hat man auch gedacht, das Ende vom Internet, wie wir es kennen und so, und man weiß es nicht, im Prinzip bin ich auch nicht unbedingt betroffen, das Schachfeld hält sich wacker und wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, also so Facebook, so Gruppe, da so Mini-Diskussionen, sind auch viele Neulinge dann, die dann Queen's Gambit geschaut haben oder irgendwie Schachboom oder Schachboomt ja jetzt aus mehreren Gründen. Und die dann halt zunächst mal in Facebook sich umgucken oder so, ja. Das sind halt so Konkurrente, ja. Wie es weitergeht, ich habe keine Ahnung. My Glaskugel, ich sehe da nichts, ja. Also, wobei ich da auch jetzt, wie gesagt, da ich das nicht selber betreibe, bin ich da auch ziemlich gechillt und entspannt. Also, ich verdiene da jetzt kein Geld mit oder so, ja. Und wenn ich mal irgendwann, wenn es das nicht mehr gibt und ich kein Moderator mehr bin, dann habe ich ja wahrscheinlich wieder weniger Blutdruck, ja. Also, oder beziehungsweise, ja. Man muss dann einfach weiterziehen oder weiterwandern. Ich schreibe hier noch bei Leeches und also ich finde immer irgendwelche Nische, wo ich mich betätige. Also du bist ja auch, hast ja auch andere Hobbys noch. Du bist ja Fahrradfahrer, glaube ich, habe ich auch gesehen. Ja, ne? Mountainbike und Schwimme. Gut, Schwimmbäder sind jetzt zu. Laufe, Wandern, ja, so doch viele sportliche Sachen und auch Angeln. Gut, das ist jetzt nicht ganz so sportlich und ja, ich habe ganz viele Hobbys, ja. Also Schach ist dann nur eines von, aber Schach ist halt mit im Prinzip so das Haupthobby, ja. Also oder eigentlich, wenn Laien mich betrachtet, die wird es schon fast professionell aussehen mit Training, jeden Tag viele Stunden und Turniere und fast profimäßig. Also das andere sind eigentlich nur Hobbys. Schach ist schon mehr wie ein Hobby, ja.
Aber man sieht bei dir, das Ehrenamt lebt, also Respekt dafür. Und ich glaube, auch im Namen der vielen Forennutzer, ja, ist ein Dankeschön angebracht für deine Arbeit. Also finde ich klasse und ja, möchte ich im Namen der anderen einfach mal sagen, das ist viel Arbeit und was du ehrenamtlich machst. Und ja, du bringst dich nicht nur als Moderator ein, sondern auch als Nutzer. Und viele haben schon deine Beiträge gelesen und sich daran erfreut. Also ja, weiter so. Vielen Dank, ja. Hört man so selten, ja. Also ich denke, wenn ich jetzt auch schon von anderen viel gelernt habe, dass vielleicht der eine oder andere was mitgenommen hat, man kriegt natürlich selten Feedback, weil die denken, ah, der Macmillan, der schon wieder immer die alten Kamelle, ja. Und aber ja, vielleicht hat der eine oder andere auch ein bisschen was gelernt. Und für mich ist das, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass es auch ein bisschen Doku-Arbeit ist, also selber mich mit der Sache zu beschäftigen, die Partien dann zu posten, ein bisschen aufzubereiten. Und dann hat man auch selber was davon eigentlich, ja. Also nicht nur die anderen, sondern man macht es auch ein bisschen für sich dann, ja. Und natürlich, ich meine, heute ist auch so, wenn man Turnier spielt im Turniersaal, da sehen zumindest mal die Mannschaftskollegen sehen die Partie oder man kann es ein bisschen zeigen beim Après-Schach, ja, oder beim Bier später kann man ein bisschen was zeigen oder am Clubabend. Es ist ja alles jetzt nicht so. Wenn man jetzt eine tolle Partie spielt im Moment, ja, was willst du machen, ja? Und willst du die mal schöne Kombi oder so? Und dass wenigstens ein paar Leute drauf gucken. Ich meine, man kann nicht im Netz von morgens bis abends spielen und da wird man ja rammdösig, ja. Und auf jeden Fall so, wenn man dann mal ab und zu eine schöne Partie ein bisschen kommentiert, im Schachfeld zeigt, dann sehen das mal wenigstens ein paar andere Leute. Ich meine, die meisten, die wünschen lieber einen Finger abschneiden, dass da mal schreien tolle Partie, aber naja, gesehen wird es trotzdem, ja. Ja, also ich gucke gerade, da gibt es so einen Thread, eure Internetpartien und der hat auch wahnsinnig viele Zugriffe, also in der Tat. Ja, Markus, haben wir noch was? Ach, man könnte, ja, also Geschichte könnte man natürlich unendlich viel erzählen. Da haben wir jetzt irgendwie die mit dem Krennwurzen, das war ja ganz nett, mal netter Schwank, ja. Also erzähl doch noch eine, wenn dir eine einfällt. Ich könnte Geschichte erzählen, also unglaubliche Dinge, die ich schon erlebt habe. Also manche Geschichte kannst du nicht erfinden. Ich bin mal Zug gefahren morgens. Und da habe ich einen gesehen, der hat auch schon mal Schachzeitung gelesen. Vom Sehen habe ich ihn auch gekannt. Und einmal hat er da vor mir gesessen, hat er irgendeinen Stapel Partieformulare eingegeben. Und der war dann irgendwie vom Schachclub 2 Brücke, der war kurz vorher der Schachkongress. Und da habe ich so mal zwischen die Sitze durchgeguckt. Und wie gesagt, die Partie eingegeben vom Schachkongress. Und da habe ich durchgeguckt. Da habe ich gedacht, die Stellung kenne ich. Ja. Und hat er tatsächlich eine Partie von mir eingegeben. Ja. Und dann war dann der Zeitpunkt, wo ich den mal ein bisschen anspreche. Und er war dann von dem Schachclub, wo dann kurz vorher der Pfälzische Schachkongress war und war tatsächlich meine Partie gewesen und ja, der ist dann auch eine Zeit lang mit mir Zug gefahren dann, ja. Also es gibt eigentlich Geschichten, die kannst du nicht erfinden, gell, also. Gut, dann, ich glaube, Markus, wir haben das meiste besprochen. Hast du noch irgendwie was auf dem Herzen? Haben wir noch irgendwie eine Komponente des Schachfeldes oder von deinen schachlichen Eigenschaften nicht ausreichend besprochen? Dann hätten wir jetzt noch die Möglichkeit. Nee, ich denke, ich bin jetzt auch irgendwie alles losgeworden oder so. Eine Frage wollte ich noch stellen, die habe ich jetzt nicht gestellt, ob ihr auch prominente Benutzer habt. Ach, der Matthias Wals hat sich angemeldet schon. Oder der schreibt auch unter GM Matthias Wals. Und Großmeister waren da auch schon als drin, ja. Oder auch der Georg Meyer, ja, hat einen Account, ja. Ja, kann ich nur aufrufen, liebe Leute, liebe Hörer da draußen, registriert euch, schaut mal rein, ja, stellt schöne Partien von euch rein oder lest einfach mal mit. Also da ist wirklich allerhand da von ja Verbesserungstipps bis hin zu aktuellen Themen und kann ich nur die Leute da draußen ermuntern, sich da zu beteiligen am Schachfeld. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also wenn die Leute fragen, ah, Schachfeld, was kann Schachfeld machen, kann ich nur sagen, auch du bist Schachfeld. Also jeder User kann beitragen, dass das Schachfeld besser wird. Mehr Schachcontent, also schließe ich mich gerne an. Mehr Schach, weniger Weitblick und Streitblick, ja. Gutes Schlusswort oder ein schöner Schlussappell. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ich bedanke mich bei dir, Markus, und wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg auch beim Schach, auch beim Schachspielen. Vielleicht klappt es doch nochmal beim Bundesfinale, beim Dänepokal, wer weiß. Und wünsche dir einen schönen Abend und mach's gut. Danke, gerne. Bis bald.